braucht Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauche frischen Wind um meine Krone, ich will nicht mehr in Reih und Glied in eurem Haine stehen, die gleiche Wiese sehen, die Sonne links am Morgen, abends rechts. Meine Damen und Herren, Tapetenwechsel hat sie schon oft gehabt, privat und auch beruflich. Sie hat fast so viele Operationen über sich ergehen lassen müssen, wie sie Filme gedreht hat. Und sie hat viele Filme gedreht. Sie wurde geliebt und gehasst, geschmäht, bewundert, wie kaum ein anderer deutscher Star, der im Ausland enormen Ruhm ernten konnte. Viele haben hinter dieser Berliner Kodderschnauze die sensible, verletzbare Frau nicht gesehen. Denn nach jedem Schlag stand sie wieder auf, wenn auch manchmal mit Schrammen und blauen Flecken. Man sagt von ihr, dass sie jedes Mal in die Arena geht wie ein Stierkämpfer. Aber trotzdem haben wir am Anfang dieser Sendung ihr Lied gehört von der Birke und nicht das von Georges Bizet, Auf in den Kampf. Guten Abend, Hildegard Knef. Guten Abend. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke für die herrliche Einführung. Besser kann es nicht mehr werden. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Zum Schluss, mein Schatz. Ich habe so schöne Ausschnitte. Schauen wir uns ein paar noch an. Wenigstens das. Frau Knef, Tapetenwechsel. Ich habe gesagt, Sie haben den häufig gehabt, privat und beruflich. Mhm. Gibt es denn trotzdem für Sie so etwas wie Heimat? Ich meine das so richtig örtlich? Örtlich weniger. Sprachlich, Freunde. Ich glaube, das umfasst es bereits. Die Freunde und die Sprache, das ist Heimat. Aber wir gehören, oder ich gehöre jedenfalls einer Generation an, die die Völkerwanderung fast erfunden hat wieder. Und das, was meine Heimat war, also dieses Berliner Tum, das man mir also immer nachsagt und das ich auch habe, ich kannte Berlin hauptsächlich als Krater. Ja, das war die Zeit des Krieges. Ja. Das war, also wurde immer weniger und weniger und die Häuser wurden immer weniger. Und dann ging ich nach Amerika und ich würde sagen, dass ich viel mehr eine Atlantikbewohnerin bin als irgendetwas anderes. Aber Berlin war, wie Sie eben sagen, wichtig, war ja Start. Ja. Der erste Filmausschnitt, den ersten großen Film, den Sie gemacht haben, den haben Sie in Berlin gemacht. Ja. Die Mörder sind unter uns. Ja, war der erste Nachkriegsfilm. Der erste Nachkriegsfilm, in dem Sie eine Hauptrolle spielten, ist die Geschichte von die Deutschen zum Teil nach dem Krieg ja doch berührte, dass es Nazis gab, die weiterlebten und so taten, als sei nichts gewesen. So ist es. Wir haben eine kleine Szene ausgesucht, wo Sie wieder nach Hause kommen. Sie waren in diesem Film in dem Krieg im KZ entlassen worden und wollten in Ihre Wohnung zurück und finden diese Wohnung von einem fremden Mann bewohnt. Ja. Und das ist der erste Ausschnitt. Ich muss Ihnen etwas gestehen, ich bin richtig nervös heute Abend. Das passiert mir eigentlich das erste Mal, dass ich bei einem Gespräch so nervös bin, weil ich nun alles sehen kann, was ich da verbrochen habe vor vielen Jahren. Außerdem kommt hinzu, dass Männer im Alter einen markanten Kopf bekommen und Frauen plissiert werden. Sehen Sie. Ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass es mich nicht stört, wenn wir ein paar Tage zusammen wohnen. Aber mich stört es! Verstehen Sie das doch endlich! Verzeihen Sie, ich kann nicht... Ich bin nicht in der Lage, mit jemandem eine Wohnung zu teilen.
Haben Sie denn überhaupt eine Möglichkeit, heute Abend mal irgendwo unterzukommen? Zu gütig Ihre Sorge, mein Fräulein. Aber in dieser Stadt stehen einem Mann wie mir fast alle Häuser offen. Auch ohne Mietsvertrag. Es kommt bloß auf den Komfort an, den man verlangt. Außerdem ist das ja auch alles ganz gleichgültig. Ich wollte Sie ja nicht vertreiben. Bitte. Bitte bleiben Sie noch. Was mich interessiert, sind eigentlich zwei Punkte in diesem Zusammenhang. Erstens, haben Sie während des Krieges den Entschluss gefasst, Schauspielerin zu werden? Nun bin ich zwar auch in diesem fürchterlichen Krieg geboren, aber konnte glücklicherweise damals noch nicht denken und erst recht noch keine Entschlüsse fassen. Mhm. Wie kann ein junger Mensch in einer so fürchterlichen Zeit den Entschluss fassen, Schauspieler zu werden? Flucht vor der Gegenwart wahrscheinlich. Aber es kam ja etwas hinzu. Ich hatte ein Stipendium als Malerin und hatte schon anderthalb Jahre studiert. Und ich wurde mit dieser Einsamkeit nicht fertig, des Malens. Und die ewigen Töpfe, die ich da malen durfte. Und Taborsch war also unser großer Gott, der also mit seinen Falten würften. Also das war alles, was wir sahen. Wir sahen ja nie einen Expressionisten oder Impressionisten. Und diese Einsamkeit, die dazu kommt. Und dann habe ich mich beworben, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben. Einfach mit diesem unglaublichen Gefühl und einem Instinkt, dem ich oft in meinem Leben nachgegangen bin. Und bin zu einer Frau gegangen, die Else Bongers heißt. Und Schauspielerin die war damals, und Schauspiellehrerin. Richtig, heute noch in Berlin Schauspiellehrerin. Ja, ja. Und sie war damals Nachwuchschefin der Großen Ufer. Und sie sagt, sprechen Sie mal was vor. Wieso wollen Sie Schauspielerin werden? Ich sage, ich kann nichts vorsprechen. Wieso wollen Sie Schauspielerin werden? Ich sage, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin begabt. Das fand sie so komisch, das hatte sie noch nicht gehört. Sowas. Ja. Und es war Berliner Chuzpe, wie man das so nennt. Und sie hat tatsächlich von mir Probeaufnahmen gemacht und dann haben die mich genommen. Und ich wurde ausgebildet als Schauspielerin. Aber es war Flucht, erst einmal Flucht vor dieser wirklich kaum auszuhalten in Gegenwart. Ich meine, wir hungerten nicht nur, wir schliefen nie, weil dauernd Bomben waren. Und wir liefen mehr, als wir fahren konnten, weil der S-Bahn dauernd ausgebombt war. Und so weiter und so weiter. Und dennoch haben wir gearbeitet mit einer Intensität und einem Enthusiasmus, den man heute kaum noch nachvollziehen kann. Sie haben ja dann dieses Jahr nach dem Krieg sofort sehr intensiv an diesem Film arbeiten können. Warum dann nach Amerika? Warum dann nicht bleiben? War das auch noch Flucht? Das war sehr dämlich. Hauptsächlich dusselig. Schauen Sie, stellen Sie sich vor, ich war so in diesem Berlin gewesen, hatte den ganzen Krieg dort erlebt. Ich war in russischer Kriegsgefangenschaft. Und all das war ja nicht so erfreulich. Mhm. Insbesondere die Gefangenschaft. Die Jahre danach und die Preise und doch die Elogen, die mir auch die Presse machte, das war natürlich alles so konträr zu dem, was ich vorher erlebt hatte, dass ich so in einem schizophrenen Zustand war. Dann kam hinzu, dass der Produzent von Gone with the Wind, also vom Winde verweht, einer der berühmtesten Filme, mir das Angebot machte, nach Amerika zu kommen und dort Filme zu drehen. Na, wer, der gerade 20 ist und so ein Angebot bekommt, wird Nein sagen. Sie haben eben gesagt, dass, als ich Sie fragte, warum nach Amerika, dass das so etwas, sagen wir es vorsichtig, nicht ganz richtig gewesen war. Sie sind zurückgekommen dann nach Deutschland 1950 und da erhebt sich im Nachhinein auch die Frage, ob das denn wohl so ganz richtig war. Wissen Sie, es gibt, wenn mir Gäste hier gegenüber sitzen, hin und wieder jemanden, bei dem, bei den meisten ist es so, man weiß gar nicht, welche Filme nimmt man, welche lässt man weg und so. Bei Ihnen war das auch furchtbar schwer, was nun nehmen, was weglassen, es war so unendlich viel da. Ja. Aber es gibt ein paar Leute, bei denen gibt es ein paar Dinge, die sind Pflicht. Und bei der Hilde Knief ist das natürlich die Sünderin. Oh Gott. Ja, muss sein. Das ist ein Muss. Sie haben diesen Film dann hier in Deutschland gespielt und es gibt sicherlich sehr viele von unseren Zuschauern heute, die sehr wohl das wissen. Ja, ja, die Knief, die Sünderin. Ja, ja, wissen wir genau. Aber den Film haben sie nie gesehen. Wir haben uns diesen Film angeschaut und haben uns die Mühe gemacht, aus diesen
Film nun das Schlimme rauszuschneiden. Und zwar nicht, um es wegzutun, sondern um es jetzt zu zeigen. Also diese anrüchigen Szenen. Meine Damen und Herren, aus den 90 Minuten Die Sünderin sehen Sie jetzt die 84 Sekunden, die allem Anschein nach sehr schlimm waren. Bitte. Sehen Sie heute in der Kinderstunde. War es nicht der schönste Tag? Nein, ein Tag war schöner als der andere. Gefüllt mit Glück. Mir wurde fast bange vor so viel ungetrübtem Glück. Hinaus! Auf der Stelle hinaus! Dir war die Laune verdorben. Ich aber freute mich. Stolz und glücklich war ich, denn du warst eifersüchtig. Alle deine großen Worte, der vollkommene Körper brauche sich nicht zu verhüllen, er sei ein Geschenk der Götter, sie waren vergessen. Schon beim kleinsten Verdacht, es könnte mich jemand anderer als du nackt gesehen haben, wurdest du wütend. Das war's. Können Sie sich vorstellen, dass ein ganzes Land wahnsinnig wurde? Also wir sind wahnsinnig geworden. Und zwar, wir haben Einzelbildschaltung gemacht. Und bei uns in der Redaktion geht die Meinung genau 50 da, 50 da. Waren Sie wirklich nackt oder nicht? Ja. Das schon. Also ich habe gewonnen. Schauen Sie, das hatte auch etwas damit zu tun. Ich hatte ja mal malen gelernt. Mhm. Und in dieser Zeit gab es keine Modelle. So standen wir uns gegenseitig. Ich war Modell. Also wir frierten uns dumm, froren uns dumm und dämlich. Und für mich war das also keine besondere Sache. Ja. Also aber das kann es doch nicht gewesen sein. Nein, das war es auch. Das war doch sicherlich nur... Schauen Sie, es war ein solcher Wahnwitz, der da ausbrach. Und ich dachte wirklich, aus Amerika zurückkommend, auf den Schrei Willy Forsts hin und das Drehbuch damals nicht kennend, sondern einfach nur Willy Forst macht seinen ersten Nachkriegsfilm, das ist die Hauptrolle, Titelrolle und er möchte dich und du musst aber in 24 Stunden hier sein. Und so kam ich, denn ich hatte ja in Amerika noch gar keinen Film gemacht. Und dann las er mir das Drehbuch vor und ich fand es ein bisschen, nun ja, schnulzig, um sanft zu sein. Aber es war mir lieber, auch eine Schnulze zu machen, als überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Aber und so machte ich diesen Film. Aber als er rauskam, da geschah nämlich das, was immer mit Filmen geschieht. Nicht der Regisseur, nicht der Drehbuchautor, auch nicht der Produzent ist schuld, sondern die Darstellerin. In einem rekreativen Beruf, wo sie keinen Einfluss auf den Schnitt haben oder was weiß ich, auf die Einstellung zur Rolle und so weiter. Das wird ihnen also vom Regisseur, besonders wenn sie eine junge Schauspielerin, immer wieder gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und dann kommt der ganze Hammer und der Hass und die Wut, wenn da irgendetwas auf den Schauspieler. Aber war es nicht bei diesem Film vielleicht auch so, dass diese lächerlichen 84 Sekunden, die hätte man ja noch mal unterschneiden können, dann wäre es nur Stückwerk geworden. Davon waren ja vielleicht 30 Sekunden dann so ein bisschen annähernd nackt. Dass das nur Vorwand war, dass die Themen in diesem Film, sie lebten mit diesem Maler in wilder Ehe, sie haben gemeinsam Selbstmord begangen, so ein bisschen Verniedlichung von Prostitution, dass das alles Themen waren, die eigentlich denen, die dann wild protestierten, gegen den Strich gingen. Ja, es kam von der Kirche her und das Tragische war, dass die Kirche dadurch etwas erreichte, was sie nämlich zu verhindern suchte. Dass die Menschen in Schlange standen, um den Film zu sehen. Ja. Ist heute noch ein sehr beliebtes Propagandamittel. Nicht? Ja. Was verboten und ist. Es war im Grunde verboten. Und das erfuhr ich viel später. Es hat mir sehr geschadet, dieser Film übrigens. Da wollte ich gerade drauf kommen. Sie, das ist ja nun, oder nach diesem Film sind Sie zurück wieder nach Amerika gegangen, haben dort am Broadway. Wir können nicht alles. Ich sagte es Ihnen schon. Nein, sonst sind wir übermorgen. Ich komme jetzt auf mindestens. Wenn nicht Weihnachten, denn es war viel, was Sie gemacht haben, glücklicherweise. Ich möchte jetzt auf Ihren riesigen Broadway-Erfolg mit den Seidenstrümpfen, Silk Stockings. Ja. Wussten die Amerikaner von diesem Film Die Sünderin, von dem, klar, hier von diesem Skandal? Ja. Denn die sind doch eigentlich viel Brüder. Und was haben die gemacht? Sie wussten, sie hatten, ich glaube, er war gar nicht,
er war in England, hatte er eine Riesenpremiere gehabt, daran erinnere ich mich noch. Und er war auch in Frankreich gelaufen und ich weiß nicht, ob die Franzosen sich aufgeregt haben, ich glaube das nicht. Aber auf jeden Fall in Amerika war er nicht so bekannt. Aha. Und ich hatte in der Zwischenzeit aber 3 amerikanische Filme gemacht und davon waren 2 Riesenerfolge. Mhm. Und da hatte mich George Kaufmann in diesen Film gesehen und Cole Porter und ich bekam dieses Angebot, die Ninotchka zu spielen, ja. Was natürlich Wahnwitz war, denn das war immerhin die große Rolle der Garbo. Ja, und nun das auf der Bühne zu machen und das noch mit meiner Stimme und ohne Mikrofon in einem Haus mit 2000 Plätzen zu singen. Und es war eine große Entscheidung und ich bereue sie nicht. Es war etwas Herrliches. Wir haben leider von den Seidenstrümpfen keinen Ausschnitt kriegen können. Es wird sicherlich irgendwas mitgedreht worden sein, ausschnittsweise, aber es war beim allerbesten Willen nicht daran zu kommen. Mhm. Deshalb müssen wir mit den Ausschnitten zurück nach Deutschland gehen. In Deutschland hat es ja, wie gesagt, diese Hexenjagd dann gegeben auf Sie. Es war ein fürchterlicher Skandal. Sie sagten eben, es hat Ihnen geschadet. Die nächste große, anspruchsvolle Rolle, die Sie in Deutschland dann bekommen haben, haben Sie hier im Bayerischen Rundfunk gespielt. Ja, Franz Josef Wild hat Sie geholt. Hatte den Mut, Ihnen eine Rolle zu geben. Ein Stück von Cocteau, die geliebte Stimme. Ja. Es ist ein Ein-Personen-Stück. Ja. Sie spielen die verlassene Frau, die noch einmal angerufen wird von ihrem Mann. Ja, und der sagt, dass dieses, also einmal ruft er sie noch an und sie weiß ganz genau, wenn dieses Gespräch zu Ende ist, ist alles zu Ende. Genau, ja. Und daraus haben wir einen kleinen Ausschnitt. Und dann begeht sie Selbstmord. Ich rede und rede und glaube, ich spreche mit dir wie immer. Und plötzlich kommt mir die Wahrheit zum Bewusstsein. Warum soll man sich Illusionen machen? Ja. Ja. Nein. Wenn man sich inzwischen gesehen hätte, dann hätte man vielleicht den Kopf verloren. Das Unmögliche gewagt, alle Versprechungen vergessen, sich an ihn geklammert. Vielleicht hätte ein einziger Blick alles verändern können. Aber so am Apparat, da ist das wirklich zu Ende. Was zu Ende sein soll. Keine Sorge. Man nimmt sich nicht zweimal das Leben. Vielleicht zum Einschlafen. Nicht mehr einen Revolver kaufen. Kannst du dir das vorstellen? Woher sollte ich denn noch die Kraft nehmen, mir eine Lüge auszudenken? Gar keine. Ich hätte Kraft haben müssen. Eine Lüge kann auch einmal gut sein. Du zum Beispiel, wenn du mich belügen würdest, um mir die Trennung leichter zu machen. Ich sage ja nicht, dass du lügst. Ich sage, wenn du mich belügen würdest und ich würde es erfahren, wenn du zum Beispiel nicht zu Hause wärst und mir doch sagen, aber Liebe, lass mich doch ausreden. So, hör doch zu. Ich glaube dir ja. Ich wollte ja nicht sagen, dass ich dir nicht glaube. Warum bist du denn so böse? Doch, doch. Deine Stimme klingt ganz böse. Ich habe lediglich gesagt, dass, wenn du mich aus Liebe belügen würdest, um mir nicht weh zu tun, und ich würde es bemerken, ich dich doch nur noch umso mehr lieben würde. Hallo? 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 Nach diesem Durchbruch, wie Sie selbst eben sagten, Sie waren wieder akzeptiert, man wusste wieder, was Sie konnten, man sah es, man merkte es, könnte man sagen, von nun an ging es bergauf. Sie haben in der Zeit
angefangen, Chansons zu schreiben, aha, Lieder zu singen. Na, erst sie zu Liedermacherin singen. Waren sie plötzlich. Mhm. Und wenn ich eben auch sagte, in den 60er Jahren von nun an ging es bergauf, mhm, ist das Lied, was wir aus den irrsinnig vielen ausgesucht haben, an dieser Stelle, 400 von nun an ging es bergab. Hildegard Knef. Haben Sie ausgesucht? Ja, wirklich. Ja. Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Und alle fanden, ich hätte Talent. Gaben mir Rollen, die's Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genehm. Und dann hat mich einer vom Film gesehen. Und nun an ging's bergab. Mal war ich die Brave, mal war ich der Vamp. Mal war ich in Nerzen, mal ganz ohne Hemd. Amerika sprach, es sei ohne mich auch. Und ich hatte Mitleid und folgte mal laut. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück, kam freudig erregt in die Heimat zurück, bekam meinen Preis und wurde verwöhnt. Doch nach einer Pleite, da war ich verpönt. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer singen gehört. Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld. Sagen Sie, wo haben Sie das alles ausgebuddelt? Ja. Das ist unfasslich. Wochenlang haben wir nur das Knef. Wochen, Monate. Ja, das war meine Mitarbeiterin, die Hella Schwerler, die hat Monate, ich wochenlang. Also die ist noch mehr Knef geschädigt. Nein. Recht. So. Das muss Frau zum Knef. Wahnsinnig werden. Nein, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Von nun an ging es bergauf, von nun an ging es bergab. Ella Fitzgerald hat über Sie gesagt, als Sie dann das Singen begannen: The greatest singer without voice. Recht. Das ist aber ein Kompliment. Ne? Ich meine, das ist ein ungeheures Kompliment. Von der Fitzgerald. Weil ich meine, von der Fitzgerald. Und sie hatte ja recht, nicht wahr? Ich habe einen Umfang, der ist, also, ja, wollen wir nicht drüber reden. Aber das, was mich immer rettete, war erstens, dass ich exzellente Arrangeure hatte, sehr gute Komponisten, zum Teil auch wiederum exzellente, und dass ich ein Jazzgefühl habe. Ja, und das hilft natürlich, ich habe ein bisschen das Jazz in das Chanson gebracht. Verstehen Sie das, weg von dem französischen Musette in den doch sehr, sehr jazzy verbrämten. Entschuldigen Sie, wenn Chanson. Ich unhöflich bin und Sie unterbreche, aber das hat man mir vorher angezeigt, wenn du mit der Knef redest, musst du hin und wieder sie unterbrechen, weil sonst kommst du nicht zu Wort. Absolut, ja. Ja. Nach dem Motto, wer Luft holt, hat verloren. Ja.
Frau Knecht. Fragen Sie meinen Mann. Nein, aber man muss vorsichtig sein mit Stichworten. Die Sätze so bilden, dass das Stichwort das am Schluss ist. Da kann man dann noch nachhaken. Was ich fragen wollte. Sie haben in diesem Lied, wie ja auch schon in der Birke ganz am Anfang, ist so ein bisschen, erzählen Sie von Ihrem Leben. Das hat so ein bisschen autobiografische Züge. Was ist die Birke? Ja, die Birke und dies hier ja auch von. Ja, oder? Ja. Erzählen Sie, was Sie so gemacht haben in netter Form da. Sie haben eine sehr schwere Zeit persönlich, gesundheitlich gehabt in den 70er Jahren. Sie haben sehr, sehr viele Operationen gehabt. Sie haben eines getan. Sie haben immer darüber geredet oder geschrieben. Das ist Ihnen teilweise sehr schlecht und negativ angekreidet worden, weil die Leute, also die will sich interessant machen, oh Gott, man kann es ja nicht mehr hören. Andere Leute haben gesagt, das ist Mut. Endlich hat jemand den Mut, über Tabus zu reden. Wenn Sie das in den 70er Jahren getan haben, und Sie haben es ja getan, haben Sie nicht manchmal daran gedacht, wie es Ihnen in den 50er Jahren nach der Sünderin erging? Hatten Sie nicht etwas Angst? Waren Sie nicht etwas gebranntes Kind oder hätten Sie das sein müssen? Nein. Nicht? Ich kann mich sehr oft verbrennen, ich kann mich auch schneiden, ich kann so viele Operationen haben, wie Sie wollen, solange ich atme, werde ich immer das, was man mir mitgegeben hat, nämlich einige Begabungen, hoffentlich sehen Sie sie als solche an, sie wirklich auszuwerten. Ich meine jetzt nicht nur mit dieser Frage, die ich eben gestellt habe, ich die verstehe. Bücher und die Lieder. Da haben Sie die Kunstform genommen, der Sie sich im Augenblick zugewandt hatten und haben Sie benutzt. Sie haben geschrieben, der geschenkte Gaul ist meines Wissens das meistverkaufte Roman-ähnliche Werk seit Kriegsende in Deutschland, in aller Welt. Und das meine ich nicht, sondern ich meine, und deshalb die Parallele zu der Sünde und zu den 50er Jahren, wenn man aus der Zeit sich erinnert, was in der Presse über Sie stand. Und Sie waren sehr, sehr viel in diesem Rummel, in diesem Starrummel drin. Und Sie haben auch da nie sich zurückgehalten, sondern Sie haben da auch immer geredet, wohl wissend, dass es Kollegen gibt. Es gibt Kollegen, die schreiben, analysieren und gut, aber es gibt auch welche, die sind auf die Schlagzeile aus. Ja. Und mit denen muss man auch reden. Und Sie haben sich hinterher manchmal beschwert. Sie haben dann irgendwann gesagt, ich gehe nach Amerika, komme nie mehr wieder. Hier geht es nicht, hier will ich nicht. Kann man das tun? Hat man nicht auch die Kraft und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen aus dieser Öffentlichkeit, auch wenn man Hildegard Knef ist, auch wenn man Bücher schreibt über diese Themen und in Filmen und Liedern davon berichtet. Ja, aber dann muss man ein anderer sein als ich. Ich bin nicht so leicht zu verschrecken. Das heißt nicht, dass ich nicht, ich bin verletzbar, aber ich bin gleichzeitig, glaube ich, belastbar. Denn sonst hätte ich bestimmte Dinge nicht überstanden und hätte mich zurückgezogen. Sie haben, und ich hatte das eben schon gesagt, für diese Offenheit, mit der Sie zum Beispiel über Krebs gesprochen und geschrieben haben, auch sehr viele Bewunderer. Wir haben als nächsten Ausschnitt in den Showgeschichten von Ihnen einen Film, den Sie Mitte der 70er Jahre, eigentlich in einer Zeit, wo es Ihnen eben nicht sehr gut ging, mit Karl Radatz gemacht haben. Das ist noch leicht gesagt. Ja, mit Radatz gemacht haben. Und dies ist ein Film, der wieder die Problematik des Dritten Reiches zum Inhalt hat. Sie spielen ein Ehepaar, ihr Kind, ihr Sohn ist im Krieg gefallen und Sie als Mutter kommen über diesen Tod, den Verlust des Kindes nicht weg. Ist mitten in der Nazi-Zeit. Mitten in der Nazi-Zeit, Sie beginnen Postkarten zu schreiben und zu verteilen, auf denen Sie das schreiben, was für Sie damals die Wahrheit war und nicht nur für Sie, sondern was wohl wirklich die Wahrheit war. Sie greifen die Nazis und vor allem Hitler an und es besteht die Gefahr, dass diese ihre Tätigkeit entdeckt wird und dass Sie dafür mit Ihrem Mann zusammen umgebracht Übrigens werden. Diese Frau hat es gegeben. Ich weiß, das ist eine authentische Geschichte. Und die Gestapo hat sie ein Jahr lang gesucht. Sie war eine einfache Arbeiterfrau aus dem Berliner Norden. Und sie war deshalb für die Gestapo gar nicht mehr denkbar, dass ein Mensch auf so einfache Weise, wie sie dachte, einen solchen Tumult auslöst.
Und als ich das Drehbuch sah, wusste ich, Krankheit her, Krankheit hin, den Film mache ich sofort. Und den machte ich mit dem jetzt leider verstorbenen Alfred Furrer und mit dem wunderbaren Karl Radatz. Jeder stirbt für sich allein, 76, Hildegard Knef und Karl Radatz. Ja. Ich dachte schon, die wollten zu uns, als sie bei Borghausen geklingelt haben. Ich habe alles verbrannt. Ja, das ist gut so. Anna, wir machen Schluss mit den Karten. Ihr könnt mal fast verraten, wie sie mal von der Arbeit geholt haben zum Verheer. Bis ich spitz kriegte, dass sie bloß nach den Kluren fragten. Was hat denn der damit zu tun? Weiß ich nicht. Aber sie suchen, bis sie uns finden. Und dann? Dann holen sie uns, Anna. Und dann wird jeder für sich alleine sind, bis... Na, sag's schon. Bis, das Urteil vollstrecken, wie sie das nennen. Das heißt, man darf sich noch mal sehen. Kurz davor. Was reden wir davon? Bald sein kann, Otto. Weil es jeden Tag sein kann, ob wir nur aufhören oder nicht. Anna, wenn wir jetzt aufhören, dann ist die Chance größer, dass wir durchkommen. Und wie groß war die Chance für Otti, durchzukommen? Ja, aufhören, Otto. Ich mach weiter. Ich muss einfach weitermachen. Glaubst du, ich lass da alleine? Wer kann das sein? Na, vielleicht sind sie das schon. Wir machen einfach nicht auf. Aber das hat doch keinen Zweck. Wir machen einfach nicht auf, nee, Otto. Nee, lass mal. Ich seh mal nach. Ich glaube, es gibt einfach Filme, bei denen es nicht wesentlich und wichtig ist, ob sie sehr erfolgreich gelaufen sind in den Kinos, sondern bei denen es einfach wichtig ist, dass es sie gab und gibt. Ja. Und ich glaube, dieser Film gehört unbedingt dazu. Und es war eine der unglaublichsten Begegnungen. Ich kannte Karl Radatz seit langem. Ich hatte eine Eintagerolle in einem Film mit Helmut Keutner. Denn er machte Unter den Brücken, das war noch während des Krieges. Und nun machten wir das erste Mal einen großen Film miteinander. Und wir haben fast nie probiert, weil der Furrer sagte, ihr habt die Rolle so in euch. Und alles, was wir also besprachen, war eigentlich die Kameraeinstellung und wo wir hingehen konnten und wo nicht. Und es war fast improvisiert und darin lag auch sehr viel Intensität und dadurch vielleicht bis zum Ende hin hat uns Furrer laufen lassen. Er hat uns wirklich die Leine so losgelassen wie noch nie ein Regisseur. Vielleicht kann man das auch in dem Augenblick tun, wenn man weiß, dass da eine Schauspielerin eine Rolle spielt, die ihr innerlich sicherlich sehr, sehr nah auf den Leib geschrieben ist, von dem, was diese Frau getan hat und was diese Frau dachte. Ja, aber auch eben ein Schauspieler wie Karl Radatz. Selbstverständlich. Aber ich glaube, dass zum Beispiel auch das Privatleben, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich glaube nicht, dass ich es ganz in dieser Intensität erfasst hätte, dieses grausame Schicksal dieser Frau und die Liebe zu dem Sohn, wenn ich nicht selber ein Kind hätte. Das verändert einen Menschen, also jedenfalls mich, hat es völlig umgedreht. Ich bin ein sehr anderer Mensch geworden, nachdem meine Tochter geboren wurde. Ich habe am Anfang zu Ihnen schon gesagt, einschränkend sagen müssen, dass wir nur 45 Minuten Zeit haben und dass wir nur von Punkt zu Punkt springen können. Ich rede ja schon so schnell. Wir hätten
über manche Filme und manche Ausschnitte, die wir da gesehen haben, viel, viel länger reden können, über diesen sicherlich auch. Ich habe, ohne dass Sie das merkten, schon Dinge übersprungen jetzt, die ich mir eigentlich auch noch vorgenommen hatte. Aber eines möchte ich doch unbedingt gerne noch zeigen. Und zwar, ich sage Ihnen hinterher, warum genau. Berlin war für Sie immer wichtig, haben wir am Anfang gesagt. Und dies war ja auch eine Berliner Rolle. Und dieser Ausschnitt, der jetzt kommt, der hat auch mit Berlin zu tun. Sie haben 1987 zum ersten Mal in Deutschland auf einer Musicalbühne gestanden. Fräulein Schneider im Kabarett im Theater des Westens. Ganz kleine Ausschnitte, da, Ausschnitte, kleine zusammengestellt von uns. Wer hat denn Uraufführung? Da heimlich eine Kamera ja. gehabt? Guten Abend, SFB. Und guten Abend, Herr Schutz. Ich hab Sie gar nicht kommen hören. Oh, wie wunderbar, nicht so, wie es war, durch ein winziges Wort, ein Rat. Aus dem Erdgeschoss wird ein Märchen, durch ein winziges Wort, ein Rat. Und das Grau in Grau wird auf einmal blau, so wie kein Blau jemals war. Ich habe eine wunderbare Idee. Wenn Cliff aus Paris zurückkommt, machen wir für euch eine Verlobungsfeier. Verlobungsfeier? Ja. Für zwei so alte Leute. Moment, was heißt hier alte Leute? Wo sind denn hier alte Leute? Ich sehe keine alten Leute. Ja. Aber die Feier mache ich in meinem Laden. Mit Musik und Tanz. Ich hab diesen Ausschnitt an den Schluss gesetzt aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe eine eigenartige Frage im Zusammenhang damit an Sie. In den 50er Jahren waren Sie am Broadway mit Silk Stockings, Seidenstrümpfen ganz groß rausgekommen. Ein großer Star. Mhm. Es hat über 30 Jahre gedauert, bis Sie in Deutschland in einem Musical auftraten. Jetzt frage ich Sie, wer war so bescheuert? Wir, die wir dafür verantwortlich sind, dass vernünftige und gute Leute in Deutschland auftreten? Oder Sie? An wem lag's? Warum hat Hilde Knef nicht hier mal Musical gespielt? Es gab doch keine oder gibt doch kaum Leute, die es können. Also wenn ich die Wahrheit sage, danke schön. Ja. Nee, ehrlich. Aber mir wurde keins angeboten. Und nun wollen wir doch mal ehrlich sein. Wer hat hier nach dem Krieg oder ein Musical geschrieben in deutscher Sprache? Gibt's eins? Naja, ich meine, es gab diese Musical-Kultur, kam eigentlich durch Fair Lady, was fantastisch übersetzt war, rüber. Ne? Natürlich. Und seitdem gab's, wenn auch nicht hier eigens... Das ist eine amerikanische Kunstform. Ja, nun, mag ja sein, aber die kann man hier übersetzen und Fair Lady hat hier doch großartige Erfolge gehabt, was soll's. Also Fair Lady hätte ich nicht singen können, weil einfach der Umfang, jetzt muss ich also mal klar darüber sein, und das hat mir auch niemand angeboten, ganz nebenbei. Aber der stimmliche Umfang muss schon enorm sein. Als Berlinerische hätte schon mal geklappt. Aber ja, das hätte ich geklappt. Mhm. Ne? Berlin? Oh, ich muss... Sie ja? Entschuldigung. Aber ich will ehrlich sein. Ich habe ihn wieder unterbrochen, ich weiß, es macht jeden wahnsinnig. Aber ich will schon bei der Wahrheit bleiben. Man hatte mir Ninotchka angeboten, also dieses Silk Stockings, ja, auf Deutsch zu machen. Und in Berlin. Und ich sagte, damals habe ich allen gesagt, macht es nicht in Deutschland. Weil hier ist das Problem, dass also in diesem Ninotchka war, also der Charmante aus dem Westen, der also nun diese Kommissarin in den Westen lockt und diese Liebesgeschichte. Ich sage, die ist nicht komisch, dort wo eine Mauer steht. Mhm. Und in dem Moment ist es einfach peinlich. Gut, dann haben wir das noch berichtigt mit einem kleinen Haken, dass man Ihnen wenigstens das einmal angeboten hat. Bleiben wir noch einen ganz, ganz winzigen Augenblick bei Berlin. Hm. Berlin, Ihr erster großer Film, spielte in dem zerbombten, zerstörten Berlin. Hm. Wenn man heute nach Berlin schaut, dann hat man den Eindruck, dass eine Hoffnung besteht, dass für uns in ganz Deutschland
die Nachkriegszeit so allmählich zu Ende geht. Und eine sehr große Hoffnung ist da. Berlin ist wieder sehr, sehr wichtig. Und deshalb möchte ich eigentlich, auch wenn Sie in Ulm geboren sind, mit der Berlinerin Hilde Knef aufhören, die Showgeschichten. Sie haben ein wunderschönes Liebeslied an Berlin geschrieben. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Und das wird jetzt gleich das letzte Lied sein. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für all das, was Sie gesagt haben, für all das, wo Sie mich unterbrochen haben und mich dann doch wieder haben zu Wort kommen lassen. Ich möchte mich entschuldigen. Aber nicht dafür. Ich bin ja dann zu Wort gekommen. Sie haben ein paar Mal unvorsichtigerweise Luft geholt. Ich hoffe, meine Damen Ihnen und Herren, es hat Ihnen heute Abend gefallen. Und nun zum Schluss Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Guten Abend. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen und dein Mund ist viel zu groß. Dein Silberblick ist unverdrossen, doch nie sagst du, was mach ich bloß? Berlin, du bist viel zu flach geraten für die Schönheitskonkurrenz. Doch wer liebt schon nach Metermaß, wenn du dich zu ihm bekennst? Berlin, du bist die Frau mit der Schürze, an der wir unser Leben lang ziehen. Berlin, du gibst dem Taufschein die Würze und hast uns dein Nauend als Rettungsring. Berlin, Berlin, deine Stirn hat Dackelfalten, doch was wärst du ohne sie? Wer hat dich bloß so jung gehalten, denn zum Schlafen kommst du nie? Berlin, mein Gemüt kriegt Kinderaugen und mein Puls geht viel zu schnell. Nimmst du mich voller Selbstvertrauen an dein verknautschtes Bärenfeld?